Hallo, heute habe ich wieder meine Love Beauty Box für euch und ja, ich habe schon mal reingeguckt. Es sind diesmal 5 Produkte drin und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Produkt an. Das ist dieses hier und das ist von #sporties.com eine 3-in-1 Emulsion für Gesicht, Hände und Körper. Und da steht irgendwas von wegen Lemon Balm. Also, ich denke mal, es wird nach Zitrone riechen. Finde ich sehr, sehr spannend, solche Produkte, die für mehrere Anwendungsmöglichkeiten gedacht sind. Ja, riecht jetzt so ganz leicht zitronig, aber jetzt nicht aufdringlich und finde ich cool. Ich denke, das werde ich wahrscheinlich mit ins Krankenhaus bzw. in meine Kliniktasche packen für die Geburtszeit und so weiter, dass ich eben was zum Eincremen dabei habe, weil ich eben sehr trockene Haut habe. Und dann muss ich nicht eine Handcreme, eine Bodylotion mitnehmen, sondern nehme einfach, oder Gesichtscreme, nehme einfach die mit fürs Gesicht. Sollte ich aber vorher mal austesten, ob ich sie vertrage im Gesicht. Und dann, ja, ist das eine sehr, sehr praktische Geschichte, finde ich. #sporties, die Geschichte hier ist eine Originalgröße und würde 5 Euro kosten. Finde ich absolut in Ordnung für 100 Milliliter. Das ist so ein Allrounder, den man wirklich immer ganz gut mitnehmen kann. Also ich finde es gut schon mal. Und ja, steht eben nochmal das gleiche zitronige Duft. Passt perfekt in den Sommer. Und ja, die ganzen Links packe ich wie immer in die Infobox. Finde ich ein sehr, sehr schönes Produkt, vor allem weil ich es gleich irgendwie in meine Kliniktasche packen kann und mitnehmen kann. Muss ich nicht erst noch großartig raussuchen. Dann, was greife ich als nächstes? Dann habe ich hier von Yao und ich glaube, von Yao war schon mal ein Duschgel drin oder sowas. Einen Lippenpflegebalsam und zwar ist der mit Hanfsamenöl und der soll nach Erdbeer und Sahne riechen, also Strawberries and Cream Lip Balm. Ich habe exakt diesen Lip Balm schon mal. Der war, glaube ich, in irgendeiner, ich glaube, einer veganen Box oder sowas drin. Der riecht wirklich, wenn man dran schnuppert, so ein bisschen nach Erdbeere. Und ich persönlich bin nicht so ein großer Erdbeerduft-Fan und habe da so meine Schwierigkeiten. Ich habe den lange Zeit nicht benutzen können, also meinen, den ich habe, weil er in der Schwangerschaft einfach für mich noch schlimmer gerochen hat als vorher. Ich mag diesen Erdbeerduft einfach nicht. Es riecht an und für sich, wenn man da mal dran schnuppert, angenehm, aber wenn ich es auf den Lippen habe und die ganze Zeit rieche und das ist wirklich so, man riecht den, also ich zumindest, durchgängig, war das mir ein bisschen zu unangenehm, weswegen ich den hier verschenken werde. Weil die Pflegewirkung finde ich richtig, richtig gut von dem Ding, aber ich kann diesen Geruch nicht ertragen. Und ich habe noch einen geöffnet bei mir rumstehen, der, ja, mal schauen, ob ich ihn jemals aufbrauchen werde. Deswegen werde ich den weiter verschenken. Ist halt schade, ich hätte gerne eine andere, ja, Geschmacksrichtung sozusagen mal ausprobiert, wenn es noch welche gibt. Aber ja, ansonsten ist es ein schönes Produkt. Nur leider mag ich den Geruch halt lange nicht auf den Lippen haben. Deswegen schade. 3,90 € würde der kosten. Und was ich wirklich gut finde an dem ist eben dieses Hanfsamenöl. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache und deswegen pflegt er wahrscheinlich auch so gut. Dann kommen wir zu dem nächsten Produkt. Und das ist ein Körperspray Water Lily von Bloss oder Blues. Keine Ahnung, Bloss wahrscheinlich. So ein Spray. Ich mag besonders gerne diese Pumpsprays. Bin ja nicht so ein Freund von Dingen, wo dann irgendwie noch Gas dahinter ist. Das finde ich immer schöner. Und was ich richtig, richtig cool finde, ist, also mein Kind kommt ja im August auf die Welt und dann wird es höchstwahrscheinlich ziemlich heiß sein. Und ja, das ist eigentlich immer ganz schön, wenn man so ein Körperspray dabei hat oder Gesichtsspray oder sowas, dass man eben, ja, ein bisschen Abkühlung hat. Also das hat auch die Hebamme empfohlen. Für die kalte Jahreszeit bräuchte man es jetzt nicht, aber mein Kind kommt halt eben im Sommer auf die Welt. Deswegen ja, finde ich das ziemlich cool, weil das nämlich genauso wie die Emulsion da, diese Creme, mit in mein Klinikköfferchen oder in meine Kliniktasche wandert. Und hier steht drauf, das ist mit Reiskernöl. Ist auch ideal nach dem Schwimmen.
Nicht so starker Duft, das ist ein ganz leichter Duft, zart frischer Duft der Seerose. Und man soll es halt vor Gebrauch schütteln. Und hier ist auch Vitamin E zur Pflege der Haut dabei, was auch schön ist. Gerade mit Schwangerschaftsstreifen oder mit so, wenn die Haut sich dehnt, ist Vitamin E unheimlich wichtig für die Haut. Deswegen ist es eine schöne Sache. Und ja, ich freue mich da richtig drüber. Das ist sehr, sehr spannend, das Produkt. 8,50 € würde das kosten. Und ja, also ich muss mal gucken. Ich muss jetzt erstmal dran riechen, ob das mir nicht zu aufdringlich ist. Nö. Also, das ist wirklich sehr, sehr sanft und angenehm. Erinnert mich ein bisschen an diese ja, Body Mist oder Sprays, die Filipinos gerne benutzen, um sich abzukühlen. Und so ist das auch. Nur halt etwas gesünder, wahrscheinlich von den Inhaltsstoffen her. Finde ich cool und freue ich mich sehr darüber. So, dann haben wir einen Nagellack, kann ich schon mal sagen. Ich lache deswegen, weil ich vor kurzem meine Nagellacksammlung ausgemistet habe. Ich weiß nicht, wann ich das Video schneiden kann, denn es ist extrem lang geworden. Wirklich sehr lang. Und ich hatte geschätzt, ich habe so über die 100 Nagellacke. Es sind irgendwie so doppelt so viele gewesen. Und ich habe schon einiges aussortiert. Ja, aber es ist schon relativ viel. Und jetzt ist ein Nagellack in der Box. Das ist nicht schlimm, weil ich so einen Farbton zum Glück noch nicht habe. Das ist schon mal was. Ich habe so doppelte Sachen rausgeschmissen oder Farben, die ich gar nicht trage. Und den finde ich sehr, sehr hübsch. Das ist so ein, ja, ich weiß es gar nicht, so ein hellrosa, lila oder ist das weiß? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der schaut eben so aus. Und die Farbe finde ich recht hübsch. Und das ist so eine süße kleine Größe. Es ist jetzt kein Riesennagellack. Also das hier ist auch aufbrauchbar mit 5 ml und ist mein erster offizieller veganer Nagellack. Und deswegen möchte ich ihn auch auf jeden Fall aufheben und benutzen. Bin sehr, sehr gespannt, wie der sich schlägt. Und der würde 8,90 € kosten. Das ist von Spa Rachel ziemlich krass. Also 8,90 finde ich schon teuer, soll aber eine hohe Deckkraft haben und sich gut auftragen lassen. Mal schauen, werde ich dann sehen. Und ja, mein erster offizieller veganer Nagellack, weil auf anderen Nagellacken steht das nicht drauf. Finde ich richtig, richtig cool. Auch wenn ich schon so viele habe. Ich liebe Nagellack. Und das letzte Produkt ist von Dabba. Das hier. Da muss ich gleich selber noch gucken, was das ist. Aber es ist wieder ein Spray. Hier steht Waldhimbeer-Blätterwasser. Ich schätze mal, dass es ein Toner oder sowas ist. Finde ich richtig, richtig cool. Das ist eine Sondergröße, 50 ml, 7,50 € kostet die. Die lettische Firma Dabba hat sich auf Gesichtstoner spezialisiert. Also es ist ein Gesichtstoner und Waldhimbeer finde ich schon nicht schlecht. Also hört sich gut an. Der ist eben für das Gesicht nach der täglichen Reinigung, kann sowohl zur Augen-, Körper-, Haar- und Kopfhautpflege verwendet werden. Das finde ich auch mal spannend. Und man kann ihn natürlich auch als Feuchtigkeitsbooster zwischendurch verwenden. Das finde ich cool, weil das hier ist ja ein Körperspray. Und das ist eben das Gesichtsspray. Da hat man dann für den Körper und fürs Gesicht im Sommer auf jeden Fall ein wenig Abkühlung und Pflege in einem. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Gefällt mir. Da werde ich jetzt nochmal dran schnuppern. Also ich merke, dass das hier doch einen längeren Geruch verteilt im Raum. Ist aber immer noch sehr angenehm, finde ich. Nicht so aufdringlich. Aber man riecht das auf jeden Fall. Und da rieche ich jetzt. Das riecht ein bisschen wie Pesto. Also, ob das jetzt so super angenehm vom Duft her ist, weiß ich nicht. Aber es riecht ein bisschen nach Pesto. Ich probiere es gerade mal an meinem Handgelenk aus. Ja, es riecht immer noch ein bisschen kräutrig. Also der Geruch, mal mit der Nase reingestoppt. Der Geruch ist jetzt eher so ein bisschen mehr nach Teeblätter jetzt auf einmal, aber das macht nichts. Es ist kein scheußlicher Geruch, also es geht schlimmer. Am Anfang hat es echt nach Pesto gerochen. Aber so hat es was von Tee. Okay. Also auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, kühl auf der Haut und ja.
Das finde ich sehr spannend, wird wahrscheinlich dann auch mit in meine Kliniktasche wandern. Dann habe ich nämlich fürs Gesicht was, da kann mein Freund mich einsprühen, ja, wenn ich ihn wegschicke. wenn er mir auf den Keks geht, dann nicht. Aber ansonsten, ja, habe ich schon mal 3 Produkte. Theoretisch wäre der Lip Balm auch super gewesen. Gerade beim Hecheln hat man die ganze Zeit dann trockene Lippen. Also wäre schon nicht verkehrt, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt ausgerechnet den haben möchte. Wahrscheinlich nicht. Ich werde meinen anderen einpacken. Aber insgesamt finde ich das ziemlich coole Produkte. Es sind ein bisschen wieder andere Dinge mit dabei. Ich weiß gar nicht, war schon mal ein Nagellack mit in der Box? Nee, gell? Ich glaube nicht. Ich habe aber auch ein echt mieses Gedächtnis. Falls doch einer drin war, dann tut mir leid. Körperspray, glaube ich, war das erste mit dabei und auch Gesichtstoner war das erste Mal mit dabei. Deswegen finde ich das richtig, richtig cool und es sind auch Produkte, die ich immer spannend finde. Und auch diese 3-in-1-Geschichte finde ich gut. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt am besten finden soll. Aber ich würde fast sagen, das Körperspray, weil es halt auch gleichzeitig noch pflegt. Und ich bin manchmal so ein bisschen faul und finde das eigentlich ganz schön, wenn man dann sowas benutzen kann. Und ja, aber insgesamt finde ich es wirklich eine gute Box. Der Nagellack ist auch schön für mich, weil ich die Farbe noch nicht habe. Einzig so mit dem Geruch von dem Lippenpflegestift bin ich nicht ganz so einverstanden, aber dafür kann ja niemand was. Insgesamt eine gute Box, eine interessante Box mit neuen Produkten drin, die mal ein bisschen was anderes sind und halt auch sommergerecht. Das finde ich eigentlich ganz wichtig. So die ganzen Produkte, die jetzt hier dabei waren, haben so einen sommerlichen Duft oder passen in den Sommer besonders gut rein. Das finde ich toll, also das kann immer mit dabei sein, von daher... Ja, eine schöne Box. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Box findet. Und alle Informationen findet ihr entweder in der Infobox oder eben auf der Love Beauty Seite selbst. Die ist auch verlinkt. Und was ich auch sehr schön finde, ist eben, weil normalerweise die Inhaltsstoffe ja auf den Produkten draufstehen. Beim Nagellack ist es halt nicht so. Und da hat die Carina hier hinten nochmal das alles aufgeführt, was in diesem Nagellack drin ist. Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass das mit auf dem Zettelchen ist. Was noch mit dabei war, waren so ein paar Flyer, die kann ich gerade noch zeigen. Von Spa Ritual war einer dabei, dann war ein Vegan für mich, das digitale Magazin, ein kleiner Flyer mit dabei. Und nochmal zu hier bloß Kosmetik, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, einfach bloß. Und da sind ganz viele schöne, anscheinend auch ja, kleinere, das ist ein kleinerer Laden, also das dürfte auch so eine Art ja, Manufaktur sein. Mhm. Muss man mal schauen, bin ich sehr neugierig. Die Marke hat mir jetzt so von der Optik auch am ehesten angetan. Das war auch noch drin und jetzt sage ich wirklich mal Tschüss, bis die Tage und bis zum nächsten Video. Ciao.